Heute geht es noch mal ganz kurz um Sachverhalte erarbeiten und Verfahren erarbeiten. Das bietet mir auch noch mal die Gelegenheit, daran zu erinnern, dass ja diese Online-Lektionen aus Videos, Pflichtlektüren und Hausübungen bestehen und der wesentliche Teil zu Sachverhalte und Verfahren erarbeiten, der war halt schon in der Pflichtlektüre drin. Nur das erzähle ich dann jetzt auch nicht mehr alles. Ich weise so auf die ganz wichtigsten Punkte hin und binde da noch ein, wie sich das zu den Standards am Ende der achten Stuhlstufe verhält, weil das steht logischerweise in der Pflichtlektüre nicht drin, weil die ist aus dem Buch, was nicht aus Österreich ist, da kümmern die sich eher nicht so um die Standards M8. Und dann wird der wesentliche Teil aber sein, dass wir mit dem letzten Block anfangen. Der letzte Block besteht aus methodischer Gestaltung und Leistungsbeurteilung. Und jetzt fangen wir dann halt mit der methodischen Gestaltung an. Beziehungsweise könnte man den Teil auch nennen Unterrichtsplanung im engeren Sinne, weil bevor es dann so ganz konkret in die Unterrichtsformen, die Sie wahrscheinlich Unterrichtsmethoden nennen werden, geht, das ist dann erst nächste Woche. Wir müssen vorher noch ein bisschen drüber reden, was sind eigentlich Unterrichtsinhalte, was ist das Thema einer Unterrichtsstunde und was sind insbesondere Ziele, also Lernziele. Gut, also Sachverhalte erarbeiten. Ich greife noch mal kurz auf, was da in dem Text auch drin war, eigentlich von Herrn Vollrath und Herrn Roth, und benutze dazu mal wieder die Vorlesungsfolien von dem Herrn Roth selbst. Da hat er hier so ein, ich weiß nicht, ob es hübsch ist, aber auf jeden Fall ein Schaubild zu angeboten. Ich lese auch noch mal vor, was in dem Text stand, den Sie gelesen haben. Also unter Sachverhalte fallen Eigenschaften mathematischer Objekte, Regeln für den Umgang mit Eigenschaften von Begriffen und Beziehungen zwischen ihnen. Und in jedem Fall soll es sich um begründbare Aussagen handeln. Sie werden traditionell unterschiedlich deklariert als Regeln, Gesetze oder Sätze. So, ich sage das auch noch mal so ein bisschen in Abgrenzung zu dem, was ist eigentlich ein Begriff und dann nachher, was ist ein Verfahren. Also jetzt hatten wir zum Beispiel bei unserem lustiges Begrifferaten da im Moodle, gab es doch ein oder zwei Fälle, wo Leute zum Beispiel etwas angeführt haben, was ich eher einen Satz oder einen Sachverhalt nennen würde. Klassisches Beispiel, Satz von Pythagoras, eigentlich kein Begriff. Pythagoras ist schon ein Name, aber halt von einer Person, und Satz von Pythagoras deutet doch relativ stark darauf hin, dass das ein Satz, also eine begründbare Eigenschaft sein könnte. Jetzt steht hier so begründbare Eigenschaften. Es können aber nie alle begründet werden. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Eigenschaften von Begriffen, dann können Sie beim Parallelogramm zum Beispiel sagen, das ist so ein Viereck, das hat zwei Paare gegenüberliegender paralleler Seiten. Das können Sie dann natürlich nicht mehr begründen. So haben Sie es halt definiert. Also das soll jetzt so heißen, aber das wäre ja auch eine Eigenschaft von dem Parallelogramm, dass das zwei Paare gegenüberliegender paralleler Seiten hat. So, aber was man dann wieder begründen könnte, wäre die Eigenschaft, gegenüberliegende Seiten sind gleich lang. Das wäre dann ein Satz. Im Prinzip sind beides begründbare Aussagen, weil Sie sich ja entscheiden könnten und könnten auch genauso gut sagen, wobei das ein bisschen merkwürdig wäre, ein Parallelogramm ist ein Viereck mit zwei Paaren gegenüberliegender gleich langer Seiten. Dann könnten Sie die Eigenschaft begründen, die Seiten sind parallel. Ja, aber im Grunde genommen sind diese Aussagen begründbar, nur man kann eben nicht alle begründen. Manchmal muss man eben Dinge reinstecken in die Bezeichnung von Begriffen. Oder andererseits, Sie kennen das ja vielleicht auch schon, wenn Sie so ein bisschen Axiomatik vielleicht schon hatten. Ich weiß nicht, vielleicht in der elementaren diskreten Mathematik, Peano-Axiome oder sowas. Die Axiome sind ja dann auch Aussagen, wo man sagt, die werden jetzt eben nicht mehr begründet. Irgendwo muss man mal anfangen. Und trotzdem werden das auch Sachverhalte. Auch sowas wie Minus mal Minus ist gleich Plus steckt im Grunde genommen in der Axiomatik, ist also eigentlich gar nicht begründbar. Man kann da natürlich Argumente dafür anfangen, so außermathematische versuchen, oder es gibt auch so Argumente, die laufen aus hinaus, dass man sagt, das mit dem Rechnen wird alles so blöd werden, wenn man das anders festlegt. Insofern kann man sagen, wenn man begründbar nicht so streng nimmt, stimmt das dann vielleicht auch. So, und dann
wichtig ist vielleicht, sich auch zu merken, manchmal heißt dieses hier Sachverhalte erarbeiten, bei anderen Autoren findet man das eher so als argumentieren, begründen und beweisen. Aber Sachverhalte erarbeiten meint ein bisschen mehr. Da hatte ja hier der Herr Vollrath und Roth, waren davon ausgegangen, bevor man überhaupt eine Aussage begründet, soll man die erstmal irgendwie auffinden oder entdecken. Oder wenn Sie jetzt kein Platonist sind, dann ist das immer schwierig mit dem Sagen entdecken. Dann müssen Sie eigentlich sagen, erfinden Sie eine Aussage, eine neue Aussage. Ja, das kann man auch sagen. Das wäre so die erste Phase, Satzfindung oder Satzerfindung. Und eben auch, was vielleicht auch eine Einschränkung ist gegenüber der einfachen Aussage, es soll etwas bewiesen werden, das ist so hier ziemlich in der Mitte, Ziele des Begründens, da steht jetzt Wahrheit einer Aussage sichern. Ja, da kann man sagen, das ist im Rahmen von Schule in der Regel nicht so spannend. Also kaum ein Schüler bezweifelt, dass das, was zumindest bezogen auf die Mathematik der Lehrer sagt, wahr ist. Und erst recht nicht das, was im Schulbuch steht. Ja, das glauben noch nicht mal Lehrer, dass das falsch ist, obwohl das gar nicht immer stimmt. Das heißt, das ist vielleicht nicht die vornehmliche Funktion von Begründungen in der Schule, sondern eher dieses Einsicht in die Sachverhalte. Ja, das kommt quasi auch als zusätzliche Anforderung gegenüber Beweisen noch hinzu. Man könnte sagen, mathematisch ist das völlig ausreichend, wenn der Beweis die Wahrheit der Aussage nachweist. Didaktisch wird man wahrscheinlich auch verlangen, dass man irgendwie eine Einsicht darin bekommt, warum stimmt denn das jetzt eigentlich? Also solche Begründungen und Beweise wird man jedenfalls vorziehen. Also insofern meint Erarbeiten von Sachverhalten ein bisschen mehr als Beweisen in einem ganz engen Sinn. Man kann jetzt auch sagen, es meint in gewisser Weise auch weniger als Beweisen. Deswegen reden einige Leute lieber von Argumentieren und Begründen. Die sagen dann so Leute wie der Fons hier in so einem Text von 2015. Weiß auch nicht, ob das stimmt, was der schreibt, aber ich lese es mal vor. Also der sagt halt, argumentieren wäre schon charakteristisch für wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen und auch irgendwie typisch für die Mathematik, aber eben dieses sehr formale Aufschreiben von Beweisen ist eine spezifische Form mathematischen Begründens, die sich so in anderen Wissenschaften auch in der Strenge nicht findet und die auch ganz spezielle Zielvorstellungen hat, warum die Mathematiker das so machen, die vielleicht auch nicht alle für Unterricht immer relevant sind. Es gibt so Mathematikphilosophen, die sagen, diese ganz strengen Beweise, die haben sich so im 19. Jahrhundert durchgesetzt und das liegt einfach daran, dass die Mathematiker da so viele geworden sind, dass die sich nicht mehr alle gegenseitig kannten und sich dann nicht mehr so vertraut haben, wenn einer gesagt hat, ich habe das jetzt bewiesen, und dann halt verlangt haben, dass das mehr an äußerlichen Merkmalen festgemacht werden kann, wie eigentlich so ein Beweis auszusehen hat. So, und deswegen sagen eben viele Didaktiker, diese sehr formal aufgeschriebenen Beweisketten wären als alleiniges Vorbild für Aktivitäten zum Argumentieren und Begründen im Mathematikunterricht didaktisch ambivalent. Ambivalent heißt, naja, irgendwie muss man das schon auch mal gesehen haben, weil das ja doch was ganz Typisches für die Mathematik ist, aber es ist irgendwie nicht so allein selig machend, also da gibt es so Für und Wider. Und dann gibt es im Wesentlichen zwei Lösungsvorschläge von verschiedenen Didaktikern, wie man das machen soll, also die letztlich faktisch auf dasselbe hinauslaufen. Die einen sagen, wir reden immer noch vom Beweisen, aber wir meinen da im Unterricht ein bisschen was anderes mit als in der Fachwissenschaft Mathematik, nur zumindest der aktuellen. Das ist so der erste Lösungsvorschlag, wie man das Beweisen rettet. Und das andere ist, wir reden einfach nicht vom Beweisen, sondern nennen das Argumentieren und Begründen und meinen dann eben auch ein bisschen was anderes, als die Mathematiker meinen. Faktisch läuft das so ziemlich auf dasselbe hinaus, außer dass die einen noch die Bezeichnung Beweisen verwenden. Funktionen von Beweisen, die wichtig sind, das lernen Sie dann auch in einzelnen Lehrveranstaltungen noch mal genauer. In der Didaktik der Geometrie schauen wir uns das zum Beispiel auch noch mal genauer an. Da hatte ich schon gesagt, die reine Verifizierung zeigen, dass also etwas gilt. Die ist zwar wichtig, also wenn ein Beweis das nicht erfüllt, ist das eigentlich kein Beweis. Aber die ist eben alleine schwierig. Man hofft immer auch, dass man versteht, warum etwas gilt. Wobei man das jetzt etwas, jetzt kann man sagen, das, was direkt darunter steht,
erklärt eigentlich, was es heißt, dass man in der Mathematik versteht, warum eine Aussage richtig ist. Das ist nämlich die Funktion einordnen und systematisieren. Im Grunde genommen ist ja ein mathematischer Beweis immer so derart, dass er zeigt, wie hängt die Aussage, dieser Sachverhalt, die wir da beweisen wollen, mit Dingen zusammen, von denen wir schon überzeugt sind, dass sie richtig sind. Das passiert ja immer. Und dann kann man sagen, aha, diese Dinge, wo man schon überzeugt ist, dass die richtig sind, erklären die Richtigkeit der neuen Aussage. Also ist im Grunde genommen diese Erklärung, das heißt, warum etwas gilt, ist eigentlich immer so eine Form der Einordnung und Systematisierung. Man könnte jetzt vielleicht sagen, das ist eben eine Form der Einordnung und Systematisierung, wo das auch für den Schüler nachvollziehbar ist. Also erkennbar wird, aha, weil das eine so ist, kann das andere gar nicht anders sein. Wohingegen Beweis, der nur verifiziert, wäre einer, der das formal auch leistet, diese Verknüpfung, wo man aber irgendwie eigentlich nicht merkt, warum das jetzt funktioniert. So, jetzt gibt es noch andere Funktionen, Kommunikation, ne, in Form von Beweisen wird Wissen transportiert und man lernt beim Beweisen etwas darüber, wie Mathematik so funktioniert. Also wird auch Wissen über Mathematik transportiert und Beweise verdeutlichen die Bedeutung enthaltener Definitionen, Sätze und regen dann vielleicht auch wieder neue Begriffsbildungen an. Das heißt, auch wenn man irgendwas bewiesen hat, ist man eigentlich nicht fertig, sondern dann geht es direkt weiter. Aha, was hängt denn davon ab? Das wäre diese Explorationsfunktion. So, was sind jetzt wichtige Leitlinien für Beweise im Mathematikunterricht? Solche, die ausschließlich verifizieren, also zeigen, dass etwas stimmt, sind schwierig, sollte man eher weglassen. Aktivitäten zur Satz- und Beweisfindung, das meint also nicht einfach nur den Beweis vorbeten und dann sagen, bei der nächsten Prüfung müsst ihr den nachbeten können, sondern Chancen geben, dass Schüler selbstständig überhaupt mal mathematische Aussagen entdecken, Chancen geben, dass Schüler zumindest auf Beweisansätze und Ideen können. Das wäre Satz- und Beweisfindung. Das wäre eigentlich auch wichtig. Das ist das weniger stark Formalisierte. Das ist das, was eng mit dem Problemlösen zusammenhängt. Also dieser Teil gehört eben auch dazu. Weil der ist natürlich in der forschenden Mathematik auch wieder genauso wichtig wie dann nachher das formale Aufschreiben der Beweise. So, und dann steht hier noch Betonung inhaltlicher Aspekte von Beweisen gegenüber Formalisierung. Das ist eben diese Idee, etwas anderes unter Beweisen zu verstehen. Da gibt es auch dieses Stichwort operative Beweise oder inhaltlich anschauliche Beweise. Das macht man sich am besten klar anhand so einem Bild, was das meint. Die Summe der ersten ungeraden Zahlen ergibt die n-te Quadratzahl. Ja, wenn Sie jetzt elementare diskrete Mathematik gehabt haben, beweisen Sie das wahrscheinlich durch vollständige Induktion. Ja, da sieht man aber nicht sehr viel. Hier ist der Versuch eines operativen Beweises, nämlich dass man sich anguckt, wie entsteht eigentlich die Summe der ersten n ungeraden Zahlen. Da wird da so gesagt, naja, am Anfang habe ich mal 1, jetzt gebe ich 3 dazu, die male ich als so einen Haken um die 1 darum. Dann gebe ich wieder 5 dazu, die gebe ich auch als so einen Haken um die schon bestehenden 4 herum. Und dann gebe ich die 7 dazu und gebe die auch wieder als so einen Haken um die schon bestehenden 9 herum. So, und jetzt, das nennt man jetzt einen operativen Beweis. Was man noch machen müsste, sich überlegen, warum ist das nächste Bild auch tatsächlich immer die nächste Quadratzahl? Insbesondere, warum ist das, was dazukommt als Haken, immer die nächste ungerade Zahl? Kann man aber ganz gut machen. Also ich hatte jetzt die letzte ungerade Zahl war die 7 und jetzt gebe ich dazu, dann musste ich gucken, wie ist die 7 da dran gekommen. Das war 3 plus 3 plus 1. Und im nächsten Bild wird dazu kommen 4 plus 4 plus 1 als dieser Haken. Ja, das sieht gut aus. Da kommen also tatsächlich bei den Haken immer 2 mehr dazu, auch wenn ich die anderen Bilder anschaue. Also das ist tatsächlich so, die nächsten Haken, die ich da drum male, sind immer die nächsten ungeraden Zahlen. Und andererseits ist auch klar, das wird immer diese Form behalten, die da ist. Also ich kann das, egal an welcher Stelle ich wäre, ich könnte immer die bestehenden Länge und Breite noch mal dran liegen und dann noch einen in die Ecke und dann würde sich wieder ein neues Quadrat ergeben.
Also da gibt es kein Argument, warum das an irgendeiner Stelle von N nicht mehr funktionieren sollte. Und damit kann man dann sagen, das ist jetzt operativ begründet durch eine Handlung, die man durchführt mit dem Bild. Wo man immer sagt, ich gebe da immer so viele, wie die Seiten sind, noch mal drauf und dann noch einen für die Ecke. Das ist immer die nächste ungerade Zahl und es entsteht immer die nächste Quadratzahl, weil dadurch erhöhe ich immer auf der Seite das um 1. Ja, das wäre mal ein Beispiel für einen operativen Beweis. Da gibt es auch andere. So, wie kommt das in den Standards vor? Ja, da wird das so eingeteilt, das Argumentieren meint die Angabe von mathematischen Aspekten, die für oder gegen eine bestimmte Sichtweise oder Entscheidung sprechen. Und Begründen meint die Angabe einer Argumentationskette, die zu einer bestimmten Schlussfolgerung führt. Das heißt, Argumentieren wäre hier deutlich weniger als Begründen. Begründen wäre im Grunde faktisch Beweisen, nur dass da nicht Beweisen steht. Also tatsächlich eine Argumentationskette, die eine Behauptung tatsächlich nachweist. Ne? Meint die Angabe einer Argumentationskette, die eine Schlussfolgerung zulässt. Und Argumentieren meint eigentlich nur Gründe, die dafür oder dagegen sprechen. Das könnte auch sein, dass man sagt, das könnte passen, weil das ist von der Größenordnung schon mal richtig. Aber das Argument müsste noch nicht vollständig die Aussage stützen. So, warum soll das wichtig sein gemäß Standards? Ja, das wird hier so ein bisschen etwas fadenscheinig aus so einer allgemeinen Haltung raus argumentiert, dass man sagt, auch im Mathematikunterricht sollte man lernen, nicht bloß Behauptungen aufzustellen, sondern auch Argumente und Begründungen anzugeben. Das wäre ja auch außerhalb des Mathematikunterrichts und wenn es gar nicht um Mathematik geht, wahrscheinlich eine ganz angemessene Haltung. Und dass Sie nicht einfach sagen, Klimawandel, das ist gar nicht so wichtig, sondern dass Sie da sagen können, warum finden Sie, dass Klimawandel gar nicht so wichtig ist, also Argumente angeben. So, und auch auf Argumente anderer einzugehen und diese auf Stimmigkeit zu überprüfen, da denkt man auch, ja, das könnte schon ganz wichtig sein. Und dass man auch bereit ist, wenn da jetzt was steht und dann sage ich, das verstehe ich noch nicht ganz, dass man da die Argumentationskette näher erläutert. Allerdings muss man wohl sagen, also so im engeren Sinne um Mathematik streiten sich die Leute ja außerhalb der Schule etwas selten. Na, und außer das geht um so komische Facebook-Rätsel, wo da immer so Bildchen sind und dann soll man was addieren. Ja, da streiten sich die Leute massiv. Und dann ist wieder die Frage, ob denn die Fähigkeit und Bereitschaft, nicht bloß Behauptungen aufzustellen, sondern Begründungen anzugeben, die man in der Mathematik erwirbt, dann überhaupt wirkt, wenn man jetzt in ganz anderen Bereichen argumentiert. Also kann man nicht ein guter Mathematiker sein und gut die Sachen begründen, aber politisch total engstirnig. Ja, das könnte ja durchaus sein. Also das weiß ich nicht, ob das von dem einen auf das andere immer so automatisch sich überträgt. So, was gehört dazu zum Argumentieren und Begründen nach Standards? Nennung von mathematischen Argumenten, Entscheidungen für bzw. gegen die Verwendung eines Begriffs oder Modells argumentativ belegen. Also da soll man dann sagen, passt hierauf so und so und dann soll man Argumente angeben, warum das nicht geht. Wobei das hier innermathematische Argumente sein sollen. Weil außermathematische Argumente wird bei den Standards immer irgendwie ins Reflektieren gegeben. Das ist halt so eine Entscheidung, die da mal gemacht haben. Dann steht da Vermutung mit mathematischen Mitteln begründen, mathematische Zusammenhänge herleiten oder beweisen, zutreffende und unzutreffende mathematische Argumentationen bzw. Begründungen erkennen. Das ist hier also ein bisschen enger, da ist das Vermutungen aufstellen oder so, ist da nicht drin. Und sieht man, da steht nur Vermutungen mit mathematischen Mitteln begründen. Da steht jetzt nicht Vermutungen finden. Was auch nicht drin ist, aber oft verwechselt wird, entscheiden, ob eine Aussage richtig ist. Das ist an sich noch kein Argumentieren begründen. Das ist ja einfach nur schauen, ob es stimmt. Das kann schon sein, dass man dann im Kopf irgendwelche Begründungsaktivitäten hat, aber wenn Sie eine Aufgabe hinstellen, wo einfach steht, 3 plus 5 ist gleich 9, richtig oder falsch, ja, da weiß ich ja nicht, wie der das rausgekriegt hat. Also
Oder ist im Allgemeinen richtig, dass A plus B gleich B plus A? Und dann kreuzt einer an Ja oder Nein. Ist ja keine Begründung. Begründung wäre erst, wenn der irgendwas hinschreibt. Wenn da jetzt stehen würde, hier Susi und Strolchi argumentieren, streiten sich, ob A plus B immer B plus A ist. Susi sagt, ja, das ist so, weil so und so. Strolchi sagt, nein, weil das ist so und so und Sie müssen jetzt darüber entscheiden. Dann würde das in den Standards wieder ins Argumentieren und Begründen fallen, weil da steht, zutreffende und unzutreffende mathematische Argumentationen und Begründungen erkennen. Da steht aber nicht, zutreffende und unzutreffende mathematische Aussagen als solche erkennen. Also das ist wichtig. Es ist schon okay, wenn man sagt, es soll auch das Nachdenken über Begründungen dabei sein, aber dann wirklich auch das Nachdenken über Begründungen und nicht das Nachdenken darüber, ob etwas richtig ist, so für sich genommen. Ob etwas richtig ist, das kommt dann oft in den anderen Handlungsbereichen der Standards eh auch vor. So, jetzt hier vielleicht mal ein Beispiel. Hier ist mal so ein indirektes Beispiel mit zutreffende oder unzutreffende Argumente. Gegeben ist eine Wertetabelle. Es kann sich dabei um keine lineare Funktion handeln, steht da. So, damit ist schon mal klar, über die Richtigkeit der Aussage muss gar nicht entschieden werden. So, und dann sind da ein paar Argumente angegeben, weil die Funktionswerte immer kleiner werden, was bei einer linearen Funktion nicht sein darf. Okay, das ist wohl kein gutes Argument, weil bei einer linearen Funktion der Funktionswert Stelle 0 ebenfalls 0 sein muss. Nein, das stimmt nur für affin lineare Funktionen. Ein bisschen verwirrend, weil für eine lineare Gleichung in der linearen Algebra müsste es gelten, weil die Funktionswerte nicht gleichmäßig kleiner werden, obwohl die Argumente gleichmäßig wachsen. Das ist ein bisschen unscharf, aber wohl richtig. Ne? Also gleichmäßig, ja, aber versteht man, glaube ich, intuitiv. Weil es nur einige Wertepaare gibt, also gar keine Funktion vorliegt, ist irgendwie kein wirkliches Argument. Wobei, wenn ich jetzt, also so wie ich Funktion verstehe, kann man ja, müsste man tatsächlich immer dazu sagen, was die Definitionsmenge und die Zielmenge ist, um zu entscheiden können, ob es überhaupt eine Funktion ist. Aber es ist schon klar, dass die übliche Form, in der man Wertetabellen aufschreibt in der Schule, da geht es ja nicht darum, dass man alle Werte aufschreibt. Das geht ja gar nicht. Also insofern kann das kein wirkliches Argument sein an der Stelle. So, zweites Beispiel noch, um zu sehen, dass es auch offene Begründungsbeispiele gibt. Zeige geometrisch mit Hilfe von Flächen, dass für alle a, b größer 0 gilt. A plus b in Klammern zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Das könnte man so machen, dass man so ein a plus b Seitenlängenquadrat hinmalt und dann sieht, da hat man eine Fläche, die ist a Quadrat und da hat man eine Fläche, die ist b Quadrat und dann hat man aber auf der Seite noch so zwei Flächen, die sind genau a mal b groß. Daher auch die binomische Formel. Ja, so, und da kann man sagen, a, wenn a und b beide größer 0 sind, verschwinden die auch nicht. Also ist das immer echt größer. So, Verfahren. Was sind jetzt Verfahren? Da steht hier in der Pflichtlektüre, ist in der Mathematik ein Problem gelöst, dann strebt man danach, aus dem Lösungsweg ein schematisches Lösungsverfahren für eine ganze Klasse von Problemen zu gewinnen. Ein Algorithmus macht schließlich aus einem Problem eine Routineaufgabe. Grundlage eines solchen Verfahrens sind Regeln oder Sätze. So, also Verfahren hängen schon mit Regeln oder Sätzen zusammen, aber Verfahren meint, dass man so eine Regel oder einen Satz standardmäßig einsetzt, um gewisse Dinge um gewisse Problemklassen zu lösen. So, das hier ist jetzt fast nicht ganz vollständig, aber das sind im Wesentlichen so die Verfahren, die man jetzt mal mit Ausnahme der Statistik, die taucht halt nicht auf, so in der Unter- und Oberstufe hat. Sie haben Verfahren zur schriftlichen Addition, Subtraktion und Multiplikation. Die kann man auch begründen. Also da stehen immer Aussagen dahinter. Man könnte begründen, warum man eigentlich stellenwertweise erstmal multiplizieren und dann addieren darf und da kommt tatsächlich das Ergebnis raus. Also dahinter steht ein Sachverhalt, den man begründen kann. Es ist aber was anderes, begründen zu können, warum dieser Algorithmus da funktioniert oder einfach irgendwelche Aufgaben mit besonders großen Zahlen damit lösen zu können. So, wenn Sie jetzt den Leuten beibringen wollen,
gut Aufgaben mit der schriftlichen Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division zu lösen, dann sind sie dabei, ein Verfahren zu erarbeiten. Also sie trainieren da irgendwie, dass die Leute das hinbekommen. Zum Beispiel, was ja ansteht auch ist, steht zumindest jetzt noch im Lehrplan, die schriftliche Division von Dezimalzahlen oder die schriftliche Division von natürlichen Zahlen mit mehrstelligem Divisor. Wie funktioniert das? Worauf muss man da achten und so weiter? Wenn Sie das machen, also wie funktioniert das? Worauf muss man da achten und so weiter? Dann erarbeiten Sie das Verfahren. Wenn Sie begründen würden, warum das überhaupt funktioniert, dann würden Sie einen Sachverhalt erarbeiten. So, auch an anderer Stelle. Natürlich gibt es Differenziationsregeln, also Ableitungsregeln, die können Sie auch begründen. Aber das meiste, was Sie doch machen, ist, Sie leiten irgendwelche Funktionen ab, um dann die Funktionen zu diskutieren und so. Oder wenn Sie jetzt eine Integrationsmethode haben, auch da, Sie können die begründen. Aber das Wesentliche oder das, was in der Schule vielleicht stärker ist, diese Integrationsmethoden werden benutzt, um bestimmte Integrale zu ermitteln. Und was die Schüler lernen sollen, ist damit bestimmte Integrale zu ermitteln. Oder heute macht man das auch nicht mehr, weil heute müssen sie nur wissen, dass es in GeoGebra eine Funktion gibt, die Integral heißt. Das ist also das Verfahren, was sie lernen, ist die Buchstaben Integral in GeoGebra eintippen. Das müssen sie trainieren. Und dann vielleicht noch, dass sie trainieren müssen, dass man lernt zu lesen, was da rauskommt und das richtig zu verstehen. Aber insgesamt wird es doch, also trotzdem es diese Technologie gibt, ist es wahrscheinlich nicht falsch zu sagen, der Mathematikunterricht wird geprägt eigentlich vom Lernen von Verfahren. Auch wenn ich irgendwelche Unterrichtsplanungen sehe, zum Beispiel zu den binomischen Formeln, da geht es dann nicht darum, dass sie die binomischen Formeln begründen, also dass sie als Sachverhalt angewendet werden, sondern da geht es irgendwelche Dinge zu faktorisieren oder auszumultiplizieren mit den binomischen Formeln. Und das wäre das, dann würden Sie die binomischen Formeln als Verfahren verwenden, nämlich zum Faktorisieren oder zum Ausmultiplizieren. Wobei Faktorisieren dann im Wesentlichen auch das Wichtigere wäre, das brauchen Sie später vielleicht noch wirklich nochmal. So. Und hier ist wieder die Frage, kann man wieder sagen, kommt das in den Standards vor? Ja, natürlich kommt da auch vor als Bereich Rechnen, Operieren. Rechnen benennt man im Wesentlichen normalerweise das, was man mit Zahlen tut. Und Operieren meint hier steht hier etwas umständlich, meint allgemeiner und umfassender die Planung sowie die korrekte, sinnvolle, effiziente Durchführung von Rechen- und Konstruktionsabläufen und schließt zum Beispiel geometrisches Konstruieren oder auch das Arbeiten mit beziehungsweise inter Tabellen und Grafiken mit ein. Ja. Wobei das Zweite, das ist wirklich so ein bisschen merkwürdig, mit Tabellen wird eigentlich nicht operiert. Also ich wüsste nicht, wie das funktioniert, außer mit den Zellwerten zu rechnen. Was man da merkt zum Operieren, gehören auch zum Beispiel alles Umformen von Gleichungen, also alles, was so völlig regelgeleitet abläuft. Und was da eben drin steht, die Konstruktionsabläufe. Sie lernen ja irgendein Verfahren, wie man meinetwegen mit dem Geodreieck eine Streckensymmetrale konstruiert. Und das ist dann so ein fixer Ablauf, dass man sagen kann, das ist eigentlich Operieren oder das ist ein Verfahren. Auch hier vielleicht zwei Beispiele. Familie Winter besucht ein Restaurant. Sie hat für, das ist eigentlich uninteressant, 2 mal 10,5 plus 8,7 plus 12,4 mal 2,5 minus 10 ist gleich, ermittle die Höhe der Gesamtrechnung. Ja. Da könnte eigentlich auch aller Text weggelassen werden und dann steht da, rechne aus, das ist sozusagen operieren. Aber bei den Standards, es wird jetzt nicht interpretieren, nur weil schon Text dabei steht. Also hier ist immer noch die wesentliche Anforderung, ausrechnen, Ergebnis erzielen. So, und hier ist ein anderes. Der Body-Mass-Index kann nach folgender Formel berechnet werden. Welchen Body-Mass-Index hat eine Person mit Körpermasse und Körpergröße? So, das ist jetzt auch noch nicht interpretieren, nur weil man erkennen muss, wo man was einsetzt. Da geht es im Wesentlichen darum, einsetzen, ausrechnen. Und das soll
ein Verfahren sein, in Formeln einsetzen und das ausrechnen, was zum Ende der Sec 1 eigentlich niemanden mehr aus dem Tritt bringt. So, warum sollen die Sachen wichtig sein? Frau Schneider schreibt dazu, elementare Rechentechniken haben unmittelbare Alltagsrelevanz, aber die händische Durchführung ist dort nicht wirklich zwingend. Ja, wenn Sie jetzt irgendwo außerhalb der Schule sind und müssen da was ausrechnen, dann ist gut, wenn Sie es händisch oder im Kopf können, aber es hindert Sie auch niemand daran, Ihr Handy rauszunehmen und einzutippen und zu sagen, okay, Google, wie viel ist 4 plus 5? Ja, das ist auch nicht verboten, können Sie auch machen, kommen Sie auch zum Ergebnis. Und dann ist Operieren natürlich wichtig, das wäre jetzt was Herr Dörfler sehr betonen würde, für das Führen von Beweisen muss man oft rechnen, das geht irgendwie gar nicht ohne, und auch neues Wissen, mathematisches Wissen kann so entstehen und auch beim Lösen von Problemen muss man teilweise operieren. Aber die quasi seit ungefähr 150 Jahren bestehende durchgängige Kritik ist eigentlich immer, Unterricht ist viel zu sehr fokussiert auf Verfahren. Ja, da werden Rechenverfahren gebimst und für alles andere ist keine Zeit. Ja, und dann kommt die Matura und da muss man dann auf einmal nachdenken, was die Begriffe eigentlich bedeuten. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und dann schimpfen die ganzen Eltern und sagen, ah, das ist alles so textlastig, wir wollen doch lieber wieder, dass da Verfahren geprüft werden. Ja, aber wenn man mal so ein bisschen weiterdenkt, jede Mathematik, die außerhalb von Schule vorkommt, erfordert eigentlich einen verständigen Umgang mit Mathematik, erfordert, dass man sich in Problemkontexte hereindenkt, erfordert, dass man auch mal was liest. Also, aber da gibt es immer Streit, was einfach daran liegt, auch dem dümmsten Schüler lassen sich leidlich irgendwelche Verfahren beibringen. Das hatten wir ja auch schon, Instrumental Understanding. Also hier die Kritik nochmal etwas anders formuliert. Die Überbetonung des Operativen von Vollrath, der sagt, zugunsten des Trainings von solchen Verfahren werden Einführungsphasen reduziert, die aber wichtig werden, damit man überhaupt mal motiviert ist, sich mit was soll eigentlich dieses Verfahren? Das kommt gar nicht vor. Begründungen spielen eine untergeordnete Rolle. Die Begrifflichkeit, also was meinen eigentlich, was bedeutet eigentlich die Ableitung zum Beispiel, tritt in den Hintergrund. Und Routine überwiegt gegenüber kreativen Einfällen. Können wird höher bewertet als Wissen. Beherrschen geht über Verstehen. So, also zur Erinnerung vielleicht nochmal. Wir hatten ja unterschieden zwischen Instrumental Understanding und Relational Understanding. Und das hier ist wieder die Stelle, wo man sagen kann, wie ist denn das bei den Verfahren? Und da gibt es eben eine sehr populäre, subjektive Theorie von Angehenden, ist ja eingeklammert, Lehrpersonen, weil das auch durchaus noch von handelnden Lehrpersonen ist. Und ich würde sogar ergänzen, von Eltern zum Teil auch. Bei schwachen Lernenden ist nur instrumentelles Lernen als Ziel realistisch. Und dies wird durch wiederholte Übung der Routineverfahren am besten sichergestellt. So, jetzt habe ich das als Übungsideologie bezeichnet. Jetzt müsste ich natürlich auch sagen, warum ist das ideologisch? Da gebe ich zumindest zwei Zeugen an. Also erstmal kommt jetzt hier was von der Frau Prediger und noch irgendwem. Ich nehme an, Herrn Wittmann. Die machen das mit so zwei konstruierten Fallbeispielen und wollen uns erstmal hinterfragen lassen, ist das eigentlich eine sinnvolle, stimmige Position, die da gerade geäußert würde. Also hier steht jetzt, erster Fall soll sein, Laura war zwar in Mathe immer schlecht, kann zum Beispiel keine Textaufgaben lösen, aber im letzten Volksschuljahr wurden die schriftlichen Rechenverfahren so lange geübt, bis wirklich jeder es konnte und sogar Laura eine 3 in Mathe bekam. So, zweite Fallbeschreibung. Mit Luca üben wir an den Hausaufgaben jeden Tag mindestens 2 Stunden. Manchmal kann er auch ein bisschen was, aber so richtig kapiert er es nie. Zum Glück fragt ihn in Klasse 6 keiner mehr, ob 123.456 größer ist oder 8.944. Das wüsste er nämlich gar nicht. So, das klingt jetzt ein bisschen konstruiert, aber die Fälle gibt es tatsächlich. Gerade das zweite ist sowas Typisches für die Fälle, die dann gerne als Dyskalkulie bezeichnet werden. Und hier eben die Problematisierung von Frau Prediger.
Ja, wie soll Laura jemals entscheiden, wie sie komplexere Aufgaben mathematisiert, wenn sie schon in den ersten drei Schulklassen nicht wusste, welche mathematischen Operationen zu welchen lebensweltlichen Situationen passen? Also das wird ja nicht leichter. Ne? Die Sachaufgaben und Anforderungen werden ja eher komplexer. Und wie soll Jonas jemals verständlich mit Dezimalzahlen umgehen, also wo hinter dem Komma noch Stellen sind, wenn er schon vor dem Komma quasi die Bedeutung der Stellenwerte nicht kapiert hat? Also da wäre doch das Vordringliche nicht, dass er jetzt Rechenmeister wird, sondern dass der erstmal versteht, was ist eigentlich diese Struktur des Stellenwertsystems, was heißt das, mehr Stellenwerte haben und so weiter. So, und dann auch noch aus einer anderen Ecke von der Arbeitsgruppe Dyskalkulie, der Schulpsychologie Bildungsberatung, da werden Risikofaktoren der Rechenschwäche benannt. So häufig, oder was natürlich der Lehrer oder die Eltern zum Teil auch ganz gerne haben, sind Risikofaktoren, die im Kind liegen. Also dass das nicht rechnen kann, liegt halt am Kind, ne, weil dann kann man dem irgendeine Therapie verordnen. Aber es gibt eben auch Risikofaktoren für Dyskalkulie, die außerhalb des Kindes liegen. So, hier sind zwei benannt. Auf schulischer Ebene steht hier, ist der wichtigste Risikofaktor ein Unterricht, der zu früh und ohne Verständnis hergestellt zu haben, zum Üben und Automatisieren fortschreitet. Damit in Zusammenhang steht, wenn Lehrern die Fähigkeit zu individueller Einschätzung der Rechenfähigkeiten der Schüler abgeht und sie didaktisch linear vorgehen. Also zu frühes Üben und Automatisieren, bevor etwas verstanden wird. Zweiter Risikofaktor, auf der familiären Ebene sind während der Schulzeit das ungewollte Verwirren der Kinder durch alternative, aber mathematisch falsche Rechenmodelle und vereinfachende Tricks als Risikofaktoren zu benennen. Außerdem kommt hier das forcierte Üben im Sinne von auswendig Lernen als Risiko für die Entwicklung sekundärer Symptome zum Tragen. Mit sekundärer Symptome ist da sowas gemeint wie ja, Mathematikangst, Hass auf Mathematik und sowas durch dieses Stereotype Üben. Also auch die Dyskalkulie-Forscher sind eigentlich davon überzeugt, dass mittelfristig irgendwie eigentlich kein Weg am Verstehen vorbeiführt. Und dass gerade bei den Rechenschwachen nicht das immer wieder Üben und so hilft, sondern der Versuch, die Dinge, die die nicht verstanden haben, die jemand, der quasi eine normale Rechenentwicklung durchgemacht hat, normalerweise versteht, die fehlen da. Ein Kollege von mir nennt das nicht bearbeitete stoffliche Hürden. Und die müssen eigentlich erstmal überwunden werden, bevor Training und Üben Sinn macht. Quintessenz für grundlegende Rechenverfahren ist ein Primat des relationalen Verstehens, auch für schwächere Lernende unumgehbar, ne, weil sich das Unverstandene im Laufe der Schulzeit immer weiter aufhäuft und dann selbst irgendwann ein instrumentelles Verstehen unmöglich macht. Und nicht jedes Verfahren, das man im Mathematikunterricht irgendwann mal thematisiert, ist so grundlegend, dass dessen händische Beherrschung das Ziel einer Automatisierung rechtfertigt. Automatisierung meint immer, Sie können dem da noch so komplexe Aufgaben und noch so viele vorlegen, der zieht das irgendwie halbwegs fehlerfrei durch. So, meiner Meinung nach ist ein Verfahren, was man hier gut als Beispiel nehmen kann, Division mit mehrstelligen Dezimalzahlen, schriftliche Division mit vor und hinter dem Komma mehrere Dezimalzahlen. Wenn Sie das jetzt wochenlang einbimsen, bis das jeder perfekt kann, und ein Schuljahr später gibt es den Taschenrechner und drei Monate später kann das kein Schüler mehr, dann ist das vielleicht nicht die effektivste Verwendung von Zeit. So, da kann man wirklich sagen, ja, da wäre es vielleicht wichtig, dass man mal prinzipiell verstanden hat, wie funktioniert das eigentlich in dem Dezimalsystem, aber dass man da wirklich die Fähigkeiten automatisieren muss, dafür gibt es irgendwie wenig Gründe. So, und relationales Verstehen von Mathematik braucht auch Wissen über Begriffe und Sachverhalte. Ja, also zum Beispiel sowas wie, ah, es gibt ein Distributivgesetz und daran liegt das eigentlich, dass man da überhaupt so und so tun darf. Und irgendwie ständig, es muss wohl als problematisch gelten,
wenn das Einzige, was Schüler selbstständig tun im Unterricht, ist rechnen. Ich kenne ganz viele Stundenplanungen. Der Lehrer brilliert dadurch, dass er ein neues Verfahren präsentiert, brilliert dadurch, dass er einen neuen Sachverhalt, irgendwie zum Beispiel die binomischen Formeln mit so Kärtchen an Figuren, dann irgendwie zeigt und so. Aber das, was die Schüler tun, ist eigentlich immer nur, sobald ein Standardlösungsverfahren da ist, verwenden sie es zur Lösung. Und da muss man sagen, das scheint irgendwie auch nicht clever zu sein. Man muss auch mal die Schüler zwingen, Vermutungen aufzustellen. Man muss auch mal die Schüler zwingen, selber auf eine Idee zu kommen, wie hängt eigentlich was miteinander zusammen, damit sich sowas wie relationales Verstehen überhaupt entwickeln kann. So, das war jetzt die Gardinenpredigt. Jetzt kommen wir zum Teil, der Sie eigentlich interessiert. Was muss ich für die Prüfung lernen? Pflichtfrage, was versteht man unter einem mathematischen Begriff? Und welche Arten von Begriffen lassen sich unterscheiden? Wobei ich dabei meine, dieses Operationsbegriffe, Eigenschaftsdingsbegriffe, entlang welcher Stufen entwickelt sich das langfristige Verständnis von mathematischen Begriffen? Das müssen Sie nicht unbedingt wissen, die Frage können Sie auch rausvoten. Was sind mathematische Sachverhalte und was gehört neben den Begründen und Beweisen zur unterrichtlichen Erarbeitung mathematischer Sachverhalte? Das ist im Wesentlichen durch die Pflichtlektüre abgedeckt. Und ist trotzdem eine Pflichtfrage. Sie sehen, Pflichtlektüre ist tatsächlich ernst zu nehmen. Wieso und wiefern geht es beim Argumentieren und Begründen einerseits um mehr, andererseits um weniger als um Beweisen? Das habe ich Ihnen vor 15 Minuten erzählt. Kürfrage. Pflichtfrage, in welche Schritte kann man mathematische Modellierungsprozesse untergliedern und welche Aktivitäten fallen in die jeweiligen Schritte? Kürfrage, was sind gute Modellierungsaufgaben und welche Ziele werden mit Ihnen im Sachrechnen verfolgt? Das ist in dem Video drin. Das erste war in der Sitzung, das zweite ist in dem Video. Pflichtfrage, was versteht man unter Problemlösen im Mathematikunterricht und wieso ist dies eine wichtige Grundform mathematischen Arbeitens? Ist in dem Video drin. Genauso, wieso und inwiefern geht es beim Erarbeiten vom mathematischen Verfahren um mehr als die Erklärung und das Üben der Beherrschung ihrer an? Ausführung, das steht in der Pflichtlektüre und dazu habe ich gerade auch ein bisschen was erzählt. So, und da können Sie halt wieder welche rausvoten. Das machen wir dann noch fertig. Wir haben, glaube ich, ganz vergessen den Überarbeitungsauftrag. Das machen wir auch heute Nachmittag fertig, Überarbeitungsauftrag für Hausübungen 3. Am Freitag irgendwie vergessen und bin auch nicht dran erinnert worden. So, das geht aber schnell. Also bis heute 4 Uhr steht der drin. Wir kommen zur dritten Leitfrage, worauf ist bei der methodischen Gestaltung von Unterricht besonders zu achten? Ja, holen wir hier nochmal unser Unterrichtsmodell raus. Da sind wir jetzt hier in dem Bereich, der auch Lehrverfahren heißt. Da hatten wir ja diese zwei didaktischen Dreiecke irgendwann mal hergezeigt. Heute geht es halt um das bei dieser methodischen Gestaltung, also die nächsten 2 bis 3 Sitzungen, geht es im Wesentlichen um dieses zweite Dreieck Ziele, Inhalte, Methoden. Die sollen ja aufeinander abgestimmt sein. Also wir können jetzt nicht einfach nur über Unterrichtsmethoden reden, weil die Anforderung ist ja, die Unterrichtsmethoden sollen zu den Zielen und den Inhalten passen. Und überhaupt so allgemein über Unterrichtsmethoden reden, das ist hier ja keine BWG-Veranstaltung. Wir wollen ja über Unterrichtsmethoden reden und die Frage, wie passen die eigentlich zu gewissen mathematischen Zielsetzungen und Inhalten. Also müssen wir auch was über Ziele und Inhalte sagen. Insbesondere Ziele ist auch das, also Lernziele ist das, wo es in den Unterrichtsplanungen, die ich so kenne, die man dann im PPS 2 und PPS 3 vor allem schreiben muss und später vielleicht auch nochmal im PPS 4, das weiß ich ja nicht so genau, da gibt es doch die meisten Schwierigkeiten. Deswegen gibt es da heute auch die Arbeitsphase zu. Also das scheint nicht ganz leicht zu sein, da müssen wir ein bisschen Zeit investieren. Ich muss, glaube ich, ein bisschen schneller machen. So, hier außerdem ist das auch gerade hip, in diesem Constructive Alignment, was Ihnen vermutlich der Herr Müller oder die Frau Kucher mal gezeigt hat. Da soll man ja, oder noch besser in der NMS-Ideologie heißt das, rückwärtiges Lerndesign. Ja, das heißt nicht, dass der Lehrer mit den Schülern zum Arsch, also
den Schülern den Arsch zuwendet, sondern der soll sich vorher überlegen, was am Ende rauskommen soll. Und das ist auch so die wesentliche Idee bei Constructive Alignment, dass man seine Planung bei den Zielen beginnen soll und dann überlegen soll, welche Methoden und welche Inhalte passen dazu und auch welche Prüfungsmethoden passen dann dazu. Das ist aber irgendwie, außer dass das jetzt Englisch heißt, nicht so wahnsinnig neu. Also das hat man in den 70er Jahren in der lernzielorientierten Didaktik auch schon gesagt. Überleg dir erst die Ziele und dann wähle dementsprechend die Lehrmethoden auf. Trotzdem fangen wir an mit der Formulierung von Themen. Das wirkt jetzt verrückt, weil ich habe ja gerade gesagt, wir sollen mit den Zielen anfangen und nicht mit den Inhalten. Das liegt daran, dass ein Thema einer Stunde im Grunde genommen so eine Grobzusammenfassung aller Ziele ist. Also ein Thema ist nicht einfach nur mathematische Inhaltsangabe, sondern eigentlich ein Inhalt unter einer bestimmten Zielvorstellung. Steht hier auch, 1978, 3 Jahre jünger als ich, unter der Thematik einer Unterrichtsstunde dürfen und wollen wir nicht den Ausschnitt aus einer Fachwissenschaft verstehen. Die fachwissenschaftliche Orientierung und Auseinandersetzung ist zwar eine wesentliche Voraussetzung für den unterrichtsplanenden Lehrer, aber nicht das Kernstück seiner stofflichen Planung. Das Kernstück aller Überlegungen zum Stoff wird jedoch durch die Frage gebildet, was hat ein Schüler optimal zu lernen, sodass er mit dem Gelernten im Sinne gesellschaftlicher Übereinkünfte etwas anfangen kann. So 1978, also da brauchten Sie keinen Herrn Bix oder rückwärtiges Lerndesign, das war da schon Thema. Damit ist gleich die Frage nach dem Wie und Wozu gestellt, ohne die ein Stoff für den Unterricht sinnlos wäre. So, und dann der Herr Klafki, ein sehr bekannter Didaktiker, so zu meiner Studienzeit musste man das auch noch lesen, stand da, indem ein Inhalt unter einer pädagogischen Zielvorstellung einer als pädagogisch relevant erachteten Fragestellung für die Behandlung im Unterricht ausgewählt wird, wird er zum Thema. Also Thema ist immer der Inhalt verbunden mit der Zielvorstellung. Hier sind so ein paar Beispiele für Formulierungen von Themen für das Fach Mathematik. Einführung des Primzahlbegriffs. Zielsetzung ist da, der soll halt eingeführt werden. Erste Erfahrungen im Umgang mit dem Zirkel. Konstruktion von Normalen mit Zirkel und Lineal, Berechnung des Flächeninhalts von Rechtecken, Üben des kleinen 1x1. Da sehen Sie, das ist immer ein mathematischer Inhalt, aber es ist auch immer so eine Art andeutungsweise, so eine grobe Zielvorstellung schon dabei. So, was sind jetzt Ziele? Da folge ich jetzt dem Herrn Hilbert Meyer, sehr bekannter Pädagoge, sehr erfolgreich mit seinen Büchern, insbesondere Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung und Unterrichtsmethoden in 2 Bänden. Ich weiß nicht, ob die noch hip sind in der Pädagogik, aber die gibt es in ungefähr 18 bis 20 Auflagen, was schon dafür spricht, dass das relativ erfolgreiche Bücher sind. So, die erste Definition, die man mal geben kann, ist, ein Lernziel ist die sprachlich artikulierte Vorstellung über ein gewünschtes Lernergebnis. Also erstmal ein Lernergebnis soll man sprachlich artikulieren. Das soll nicht nur in Ihrem Kopf sein. Okay, das ist gekauft. Dann über ein gewünschtes Lernergebnis, das heißt, Lernziele beschreiben also immer Anforderungen, Setzungen, Vorgaben. Und dann über ein Lernergebnis, das meint, was die Lernenden am Schluss der Stunde können sollen. Also, es ist kein Lernziel zu sagen, die Schülerinnen und Schüler machen Spiele zur Bruchrechnung. Machen in der Stunde Spiele zur Bruchrechnung. Das ist kein Ziel. Weil da steht nicht, was das Lernergebnis ist. Da steht, was die während der Stunde tun. Jetzt können Sie schon sagen, es ist aber mein Ziel, dass die das tun. Aber das ist eigentlich nicht das, was bei einem Lernziel gemeint ist. Also bei einem Lernziel ist wirklich gemeint, das, was dabei rumkommen soll. So, jetzt kann man das Ergebnis aber dann noch mehr oder weniger weit oder eng verstehen. In der klassischen Lernzielorientierung ist das sehr eng verstanden worden. Da kommt jetzt Definition 2 eines Lernziels. Ein Lernziel ist die sprachlich artikulierte Vorstellung über die durch Unterricht angeschrebte beobachtbare Verhaltensänderung. Da schwant einem schon, dass das zu Hochzeiten des Behaviorismus war, wo man ja Lernen überhaupt als
beobachtbare Verhaltensänderung verstanden hat. Verhalten kann ja alles Mögliche bedeuten. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt Beispiele von Herrn Meyer selber, der Schüler, die Schülerin soll auf die Frage, was ist die Hauptstadt von Frankreich, die Antwort Paris geben können. Und das ist ein Verhalten, beobachtbares Verhalten. Entweder er gibt die Antwort oder er gibt die nicht. Oder die Schülerin sollen lernen, sich in der Pause keine Zigaretten anzustecken. Kann man auch beobachten, ob die das machen oder nicht. So, aber nur beobachtbares Verhalten. Und da sagt dann der Herr Meyer, naja, da hat die Pädagogik dann doch irgendwann gemerkt, dass das im Allgemeinen zu eng ist, weil was ist jetzt zum Beispiel mit so überdauernden Einstellungen oder kritischen Haltungen oder nachhaltigen Kompetenzen? Das hier würde ja voraussetzen, Lernziel kann eigentlich nur sein, wo ich nach der Stunde die Verhaltensänderung beobachten kann. Also vorher haben die geraucht, nach der Stunde rauchen die nicht mehr und jetzt glaube ich, dass das Ziel erreicht ist. Und was ist 3 Pausen später? Also ist das wahrscheinlich mit dieser beobachtbaren Verhaltensänderung ein bisschen schwierig. Man kann das dann weiterfassen und kann sagen, ein Lernziel ist die sprachlich artikulierte Vorstellung über den gewünschten Aufbau einer Verhaltensdisposition eines Lehrenden. Also das ist die Zuneigung zu einem gewissen Verhalten. Das ist viel weicher. Sagt man, da kann sich was entwickeln. Auch hier wieder ein Beispiel von Herrn Meyer. Ich helfe jetzt wieder den Leuten, die Deutschunterricht haben. Schülerinnen und Schüler entwickeln die Bereitschaft, die eigene Vorstellungswelt durch Umgang mit Dichtung ergänzen bzw. korrigieren zu lassen. So, das ist wohl nichts, wo man am Ende der Stunde sagen kann, das ist jetzt irgendwie erledigt. Aber trotzdem gibt es vielleicht Aspekte, die man beobachten kann. Man könnte eine Hausübung absammeln und merkt dann, bislang war das immer so, dass der seine festgefügte Meinung hatte. Aber jetzt habe ich es auf einmal durch Dichtung geschafft, dass sich seine Vorstellungswelt da erweitert hat. So, und auch bei der Mathematik könnte man ja sagen, das entwickelt meinetwegen ein kritisches Verhalten gegenüber statistischen Aussagen. Da müsste man vielleicht auch sagen, das braucht so seine Zeit, bis ich da was sehen und beobachten kann. Aber ich kann eine gewisse Verhaltensdisposition sehen. Also die Bereitschaft, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Die zunehmende Bereitschaft, ein gewisses Verhalten zu zeigen. Dann auch noch wichtig, ein Lernziel besteht in der Regel aus 2 Teilen. Ein Inhalt sollte da sein und ein Verhalten. Also es ist kein Lernziel zu sagen, die Schülerinnen und Schüler sollen beherrschen, weil da steht nicht dabei, was beherrscht werden soll, ist irgendwie klar. Und es ist auch kein Lernziel zu sagen, die Schüler Bruchrechnung. Also müsste ich schon sagen, die Schüler sollen die Bruchrechnung beherrschen. Und das wäre immer noch ein bisschen sehr weit. So, hier steht jetzt auch sowas, das Lied der Baggerführer Willibald auf Orff-Instrumenten spielen können. So ist jetzt natürlich kein Ziel des Mathematikunterrichts, sondern eins des Musikunterrichts. So, also hier kommen jetzt ein paar Hilfen für die Formulierung von Lernzielen. Gib an, für wen die Lernziele bestimmt sind. Formuliere die Lernziele als Sollformulierung, berücksichtige den Inhaltsteil, also zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler sollen die Teilbarkeitsregel für die Zahl 2, berücksichtige den Verhaltensteil des Lernziels, die Schülerinnen und Schüler sollen die Teilbarkeitsregel für die Zahl 2 erklären können. Also dass sie sagen können, wenn ich gucken will, ob eine Zahl durch 2 teilbar ist, dann gucke ich mir nur die letzte Stelle an und wenn die durch 2 teilbar ist, ist auch die Zahl durch 2 teilbar. Wenn ein Schüler diese Verhaltensdisposition hätte, also auf die Frage, erklär mir mal die Teilbarkeitsregel für die 2, das sagen würde, so. Ich ergänze das dieses Jahr erstmals durch einige Einschätzungen zu diesen 4 Punkten. Bei 1 würde ich sagen, also dass die Lernziele im Wesentlichen für die Schüler sind, ist schon irgendwie klar. Manchmal sind sie auch für den Lehrer, aber das sollte im Regelfall eher nicht so sein. Und bei 2 kann man eigentlich auch sagen, also dass die Schüler das sollen und dass das nicht unbedingt ihr intrinsischer Wunsch ist, das ist halt so eine Eigenschaft von Unterricht. Das kann man auch weglassen. Sie werden, wenn Sie Kompetenzformulierungen finden, steht da in der Regel nicht, die Schülerinnen und Schüler sollen, sondern da steht eher, die Schülerinnen und Schüler können das und das. Also da kann man sich drüber streiten, ob man das so formulieren muss. Wichtig ist aber,
Ne, auch wieder bei 3, dass da nicht steht, die Schülerinnen und Schüler können erklären, ohne dass dabei steht, was sie erklären können. Das ist auch so ein bisschen nona. Also klar, das gehört zu so einem Lernziel dazu. Ganz entscheidend ist aber das Verb. Da hängt ganz viel von ab. Jetzt geht es zur Operationalisierung von Lernzielen. Ich hatte schon sowas gesagt, da die Bruchaddition beherrschen ist vielleicht etwas grob. Und deswegen gibt es sowas, was man Operationalisierung von Lernzielen meint. Und hier steht, sagt doch mal Herr Meier, was die Operationalisierung meint. Bezeichnet die Angabe der Messoperation, mit der ein beobachtbares Element einer gewünschten Verhaltensdisposition kontrolliert werden kann. So, jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, also die Schülerinnen und Schüler haben gelernt, dass sie in der Pause nicht rauchen sollen. Messoperation, also für die nächsten 10 Wochen gucke ich in jeder Pause nach, ob sie es tun. Und bei 100%igem Nicht-Tun glaube ich, dass das dann tatsächlich eingetreten ist. So, das wäre Operationalisierung des Lernziels. Die Hardcore-Lernzielorientierer, hier der Herr Mager, die haben da insgesamt 4 Maßstäbe für die Operationalisierung von Lernzielen angegeben, die vielleicht etwas drüber sind, wie wir gleich noch sehen werden. Also wichtig ist mal, dass die Beschreibung eines Lernziels ein Endverhalten angibt. Also nicht, die machen Spiele zur Bruchrechnung, sondern nachdem sie die Spiele gemacht haben, beherrschen sie da irgendwas oder können irgendwas erklären oder was weiß ich auch immer. Endverhalten beschreiben, nicht das, was während der Stunde getan wird. Dann die möglichst eindeutige Beschreibung des Endverhaltens. Ja, beherrschen ist da vielleicht noch nicht ganz ideal. Die genaue Angabe der Voraussetzungen und Bedingungen des Endverhaltens. Dann dürfen die zum Beispiel Taschenrechner benutzen oder eine Formelsammlung oder sowas, das würde da reingehören. Und dann die Angabe eines Beurteilungsmaßstabs für die Güte des Endverhaltens. Das schauen wir uns gleich noch an. So, dann sagt aber der Herr Zech noch dazu, sicherlich ist für Unterrichtszwecke meist nicht erforderlich, die Lernzieloperationalisierung so weit zu treiben. Jedoch sollten möglichst die Bedingungen 1 und 2 eingehalten werden. Also die Beschreibung des Lernziels als Endverhalten des Lernenden. Nehmen wir mal das hier. Die Schülerinnen und Schüler sollen die Lösung von quadratischen Gleichungen beherrschen. Gut, also beherrschen ist nicht so günstig. Das sollten wir etwas präzisieren. Eindeutig ist allerdings ein hartes Wort. Es ist halt die Frage, wann was eindeutig ist. Was wir zum Beispiel machen könnten, wir könnten sagen, die Schülerinnen und Schüler sollen quadratische Gleichungen auf die Normalform x² px plus q gleich 0 bringen und mit Hilfe der Lösungsformel x1, x2 gleich minus p² plus minus aus p² minus q lösen können. Das wäre deutlich eindeutiger, als Sie beherrschen die Lösung von quadratischen Gleichungen. Beherrschen die Lösung von quadratischen Gleichungen könnte ja auch heißen, ich mache das mit quadratischer Ergänzung. Oder ich mache das mit der großen Lösungsformel, also diese mit A und so weiter. Oder das könnte auch heißen, ah, der hat so einen GeoGebra eingebauten Taschenrechner. Da ist das eigentlich nur, da muss er nur wissen, dass der zugehörige Befehl löse heißt. Ja, das ist offensichtlich was ganz anderes als Verhalten, als von Hand eine quadratische Gleichung auf die Normalform bringen. So, und jetzt kann man aber immer noch sagen, ist das eigentlich schon die genaue Angabe der Voraussetzungen und Bedingungen? Ist das schon eingehalten? Nein, ich könnte zum Beispiel sagen, die Schülerinnen und Schüler sollen quadratische Gleichungen mit einfachen Brüchen als Koeffizienten auf die Normalform x² plus px² plus q gleich 0 bringen und mit Hilfe der Lösungsformel bla 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 ohne Benutzung der Formelsammlung lösen können. Also die müssen die auch wirklich auswendig wissen, aber ich komme ihnen entgegen, also es dürfen nur einfache Brüche sein. So, jetzt könnte der nächste von ihnen kommen und sagen, naja, was ist schon einfach? Ne? Dann sagen sie als nächstes, nur gerade Nenner, wobei der Nenner höchstens 10 sein darf. Ja? Also das wäre dann noch eindeutiger. Ne? Gut, und jetzt fehlt uns aber immer noch der Beurteilungsmaßstab. Das wäre dann eingehalten, wenn wir sagen, die Schülerinnen und Schüler sollen 6 von 8 Aufgaben zu quadratischen Gleichungen mit einfachen Brüchen als Koeffizienten. Und jetzt geht es wieder weiter auf die Normalform, bla 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 bla. So, also das wäre auch noch wichtig. Warum war das Mager und so wichtig, dass auch diese letzten 2 Dinge dazukommen? Naja, wenn man jetzt fragt, wie sieht die Lernzielüberprüfung dann aus, dann werden natürlich diese 2 Dinge wichtig. Aber da könnte man sagen, okay, im Fall der Unterrichtsplanung sind zunächst mal die oberen 2 wichtig. Irgendwann sollte mal Transparenz für die Lernenden herrschen, was im Sinne dieses Drittens und Viertens denn dann
mittel- und langfristig von Ihnen bei Prüfungen auch erwartet wird. Gut, jetzt, was ist noch wichtig bei der Operationalisierung? Die Verben. Also auf die Verben kommt es an. Der operationale Teil des Lernziels ist ja das Verb. Und da gibt es schlechte Verben, ja, böse Verben, die sind hier rot. Die Schüler wissen etwas. Ja. Weißt du eigentlich, da sagen sie ja, also ist das Lernziel erfüllt, ist irgendwie nicht so günstig. Die Schülerinnen und Schüler kennen den Satz von Pythagoras. Kennst du den Satz von Pythagoras? Ja. Erkennen, verstehen sind Dinge, die man sehr schwer beobachten kann. Gewinnen einen Eindruck von. Woran machen Sie das jetzt fest, dass die einen Eindruck haben, einen Eindruck von der Reichweite der Statistik gewonnen? Natürlich kann man sagen, das ist irgendwie ein wichtiges Ziel, ist aber eins, das so irgendwie noch nicht operationalisiert ist. Da könnte man dann sagen, naja, woran mache ich das jetzt fest? Da könnten Sie sagen, nennen drei Gründe, warum Statistik für alle Menschen wichtig ist. Ne, wäre im Grunde dasselbe Lernziel, aber deutlich klarer operationalisiert, weil nennen wieder eine beobachtbare Tätigkeit einfach ist. So, also hier sind dann auch gute Benennen, Beschreiben, Aufstellen und so weiter. Hier noch wieder ein Beispiel. Die Lernenden kennen die binomischen Formeln oder die Lernenden sollen erste, zweite und dritte binomische Formel benennen und zur Faktorisierung vorgegebener Terme benutzen können. Jetzt auch noch wieder wichtig, das ist jetzt nicht besser, weil da zwei Verben drinstehen, das hätte ich auch mal ändern sollen. Also es gibt keine Regel, die besagt, dass Lernziele unbedingt zwei Verben haben sollen. Irgendwie in Unterrichtsplanungen findet man sehr häufig Lernziele, die zwei Verben haben. Ich weiß nicht, ob Herr Müller oder Frau Kucher sagen, dass Lernziele zwei Verben haben müssen oder ob das immer an dieser Folie liegt. Also nicht durch das Hinzufügen beliebig vieler Verben wird ein Lernziel nicht besser. Sondern was hier besser ist, ist, dass sowohl Benennen als auch zur Faktorisierung Benutzen sehr viel klarer sagt, was gekonnt werden soll. Wohingegen Kennen die binomischen Formeln könnte vielleicht beides bedeuten. Wird vielleicht der eine Lehrer sagen, ah, die binomischen Formeln kennen heißt, wenn ich dich frage, kannst du mir mal sagen, was die binomischen Formeln sind? Und dann sagt der Schüler, ja, das ist so und so. Oder ein anderer Lehrer sagt, ja, wenn die binomischen Formeln richtig kennen, dann kann der die auch benutzen, um irgendwie Dinge zu faktorisieren. Und deswegen ist Kennen als Verb nicht gut. Das gibt irgendwie nicht die Handlung an, die der Schüler am Ende dann durchführen soll, anhand derer ich sehe, hat er jetzt das gewünschte Verhalten. Ja, dann gibt es auch noch so verschiedene Taxonomien von Lernzielen, das ist vielleicht gar nicht so entscheidend. Und diese Liste, die hier drin ist, das ist eher so Service fürs PPS 1 und PPS 2. Da könnten Sie mal nachgucken, was so einige Verben sind, die man hernehmen kann, die so auf verschiedenen Ebenen der Lernziele liegen. Hier sehen Sie auch, hier gibt es auch wieder eine Ebene, die Verstehen heißt, wo ich ja eigentlich nicht so der Fan bin. Deswegen sage ich da auch mal nicht so viel zu. Aber hier hätten Sie halt eine ganze Menge Verben, wo Sie dann gucken könnten, auf welchen Ebenen von Verhaltensdispositionen liegen die. Vielleicht sage ich doch noch kurz was dazu. Es gab mal diese Idee bei dem Bloom, dass so die Verhaltensdispositionen so einer klaren Abstufung folgen. Das unterste Verhalten ist mal, dass man was erinnert. Und die nächste Stufe ist dann, dass man was versteht und darüber liegt dann die Stufe, dass man das eigenständig anwenden kann. Dann die Stufe, dass man das Verfahren selbst analysiert und dann die Stufe, dass man selber was entwickelt. So, und diese ganz klare Stufenfolge der Verhaltensdisposition, da glaubt man eigentlich nicht mehr so dran, also dass das immer so genau so eine Abfolge ist, also die ersten zwei Stunden muss ich gucken, dass sie das erinnern. Die nächsten zwei Stunden gucke ich, dass sie das verstehen und so. Aber man glaubt schon, dass eben das, was durch diese Verben hier beschrieben ist, die da stehen, so typische Ausprägungen von Verhalten ausmachen können. Und dass es immer vernünftig ist, sich zu überlegen, will ich eigentlich was haben? Ist das sozusagen eine Zielvorstellung, die auf der Ebene liegt, wo ich sage, ah, da soll nur was memoriert werden? Oder ich habe eigentlich als Zielvorstellung, dass sie da so flexibel sind, dass sie das auch eigenständig auf andere Sachverhalte übertragen können. So, jetzt kommen wir sehr spät, aber doch
zu der Übungsphase. Die machen wir mal in folgender Form. Jeder von Ihnen, vielleicht auch je zwei von Ihnen, kriegen authentische Zielformulierungen. Authentisch in dem Sinn, das hat mal irgendeine Studierende oder irgendein Studierender als Ziel irgendwo in der Unterrichtsplanung abgegeben. Da sind gute dabei, da sind auch nicht so gute dabei. Und Sie sollten mal gucken, dass Sie sich die zwei am besten und am schlechtesten gelungenen Ziele aussuchen. Sie kriegen auch die Folien, wo drauf steht, was gutes Ziel und schlechtes Ziel ist, dazu. Also gutes Verb und schlecht, gutes Verb, böses Verb kriegen Sie. So. Aus je 5 Zielen, je 2 am besten, je 2 am schlechtesten. So. Ah ja, das ist ganz strikt nach Ich, Du, Wir sortiert. Also erstmal sollen Sie das ganz alleine machen. Dann, wenn Sie sich selber so geeinigt haben mit sich selbst, dann treffen Sie sich mit einem Nachbarn und der hat aber andere Ziele, wenn ich das richtig erinnere. Und dann sollen Sie sagen, also ich habe bei meinen die ausgewählt, du hast bei deinen die ausgewählt. Und jetzt sollen Sie aus den 10 Zielen die jeweils 3 am besten und die 3 am schlechtesten gelungenen Ziele finden. Das heißt, ein Ziel fällt dann weg. Da müssen Sie sich einigen. Das ist Absicht. So, und dann geht das noch in eine Vierergruppe. Da haben Sie immer noch nur 10 Ziele, weil die hinter Ihnen haben genau dieselben Ziele gehabt wie vor Ihnen. Aber Sie sollen jetzt die 2 am schlechtesten gelungenen und 2 am besten gelungenen Ziele finden. Und wenn Sie das gemacht haben, also sich darauf geeinigt, zu viert, was von diesen 10 Zielen die 2 am besten oder am schlechtesten gelungenen Ziele sind, dann wird hier vorne irgendwann, das ist wahrscheinlich schon heimlich vorbereitet worden, hier ist so ein Plakat mit allen Zielen und da müssen Sie dann so einen Klebepunkt jeweils dran kleben für die besten und die schlechtesten Ziele. Das ist der Arbeitsauftrag und jetzt höre ich auf zu reden. Gut, da gucken wir mal. Wir gehen die einfach von oben nach unten durch. Die Schüler erkennen einen Sinn, weshalb lineare Funktionen notwendig sind. So, da will ich erstmal sagen, so als Ziel, was man sich so vornimmt, ist das ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber als Lernziel ist es, als operationalisiertes Lernziel ist es wieder schwierig, weil kann man das jetzt, wie kann man das prüfen? Die Schülerinnen erkennen einen Sinn, weshalb lineare Funktionen notwendig sind. Jetzt könnten Sie sagen, ja, wenn die mir sagen können, lineare Funktionen braucht man zum Beispiel da und dafür, aber dann könnten Sie auch sagen, naja, die Schülerinnen und Schüler benennen Argumente, wofür die linearen Funktionen wichtig sind, dann wäre das klarer. Aber es ist wahrscheinlich noch, also es wäre jetzt nicht mein Top-Schlechtestes, ist es aber auch bei Ihnen nicht. Gucken wir mal bei den Schlechten einfach weiter. Gewonnen hat, die Schülerinnen und Schüler können die hergeleitete Formel in Beispielen anwenden. Ja, das ist jetzt im Kontext das Schlechteste, ne, weil man ja gar nicht weiß, welche Formel das ist und welche Beispiele. Ne, kann man jetzt aber zur Entschuldigung sagen, wenn da oben drüber irgendwie steht, bei Prisma meinetwegen, das ist da es geht in der ganzen Stunde um die Oberfläche, dann ist schon irgendwie klar, was das ist, aber so für sich genommen ist das schwierig. Schauen wir mal weiter. Die Schülerinnen und Schüler sollen über Kenntnisse von Begriffen, Sätzen, Formeln, Verfahren zu Beweise verfügen und die Fertigkeit bei der Anwendung dieser Kenntnisse festigen. Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, insofern man sagen kann, das ist vielleicht ein bisschen viel für ein Lernziel, ne? Und auch wieder eigentlich nicht konkret den Inhaltsteil angegeben. Also steht jetzt nicht wirklich drin, welche Verfahren und so. Das könnten Sie ja eigentlich, ne? Das wäre so das durchlaufende Ziel. Können Sie eigentlich bei jeder Unterrichtsstunde hinschreiben, ist nie wirklich falsch. Aber hilft dann auch irgendwie nicht, weil es nicht konkret benennt. So, dann ihr letztes, wo zumindest eine Gruppe gesagt hat, die Schülerinnen und Schüler sollen in kleinen Gruppen eigenständig mit geeigneter Hilfe der Lehrperson mit Hilfe von Beispielen das Volumen eines Prismas herleiten. Ja, das war jetzt dieses, das ist richtig in dem Sinne der Ziele, die wir bislang besprochen haben, beschreibt das keine Verhaltensdisposition, das haben die einmal gemacht, dann ist das gelaufen. Jetzt werden Sie nachher lernen, dass man das aber eventuell noch als Prozessziel durchgehen lassen könnte. Etwas wundert mich, dass das hier nicht weiter oben ist.
die Schülerinnen und Schüler sollen den Zusammenhang zwischen der Geometrie der Ebene und der Geometrie des Raumes kennenlernen. Also ich weiß schon gar nicht, was der Zusammenhang zwischen der Geometrie-Ebene und der Geometrie des Raumes ist. Für mich ist da der Inhaltsteil nicht klar. Und für mich wäre auch wieder ja, Kennenlernen jetzt nicht unbedingt ein operationalisiertes Verb. Also die duzen nachher die Geometrie der Ebene. Oder was ist da die Operation, mit der man misst, dass das passiert ist? Aber mich stört vor allem der Zusammenhang. Es gibt Zusammenhänge zwischen der Geometrie der Ebene und der Geometrie des Raumes und über die kann man sich unterhalten oder über Gemeinsamkeiten und Unterschiede, zum Beispiel der analytischen Geometrie der Ebene und des Raumes, muss ich morgen was erzählen in Schulmathematik, lineare Algebra. Aber so der Zusammenhang, das ist auch wieder so ein bisschen schwierig. Schauen wir mal bei den Top-Zielen. Also schon recht gut hat abgeschnitten, die Schülerinnen und Schüler sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen symmetrischen Rechtwinklingen und allgemeinen Trapezen angeben können. Ja, gefällt mir auch gut, vor allem, weil da steht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ja, und da nicht steht, sie sollen den Unterschied zwischen einem symmetrischen und einem allgemeinen Trapez benennen können. Und das ist, also da würde ich auch sagen, ja, habe ich eigentlich nichts gegen einzuwenden. Das passt so, das ist eigentlich so, wie man das gerne hätte. Die Schülerinnen und Schüler sollen lineare Gleichungen in einer Variablen in n, z und q mittels Äquivalenzumformung lösen können. Ist eigentlich auch nichts zu sagen. Ist auch hier hinsichtlich dieser Bedingungen sogar relativ präzise mit den Zahlbereichen. Also ist sicherlich auch ein ordentliches Ziel. Aber die Ziele hat auch irgendwann mal die Frau rausgesucht und das war eins von ihren eigenen. So, ich muss ja Anonymität wahren. So, die Schülerinnen und Schüler sollen statistische Kennzahlen kontextbezogen interpretieren können. Ja, dass das so oft gewonnen hat, da wäre ja nur wieder meins so, ah, da ist so die ganze statistischen Kennzahlen eines Schuljahres oder überhaupt der ganzen Unterstufe in ein Lernziel gepackt. Also da würde ich auch sagen, das sind eigentlich so drei oder, also Sie können ja vielleicht noch die Zentralmaße alle zusammennehmen, aber hier sind sämtliche Zentralmaße und sämtliche Streuungsmaße in ein Lernziel zusammengenommen. Ja, also das ist vielleicht als Lernziel für eine Unterrichtsstunde, würde ich mal sagen, ist das ein bisschen sehr ehrgeizig. Das ist ja eher so der ganze Statistikunterricht einer Schulklasse. Und deswegen dann von der Operationalisierung hiermit interpretieren, kontextbezogen interpretieren können, da versteht man schon was drunter, da kann man sich auch was überlegen, was bedeutet die Spannbreite im Kontext meinetwegen, der Unterschied zwischen dem kleinsten und größten Schüler, wenn es da um Körpergröße geht und so. Also das ist schon alles in Ordnung, aber ich würde sagen, das ist so ein bisschen weit als Ziel. Aber das war ja nicht die Fragestellung, nach der Sie sich das angesehen haben. So, und das hier schneidet auch noch sehr gut ab. Die Schülerinnen und Schüler sollen den Schnittpunkt von zwei linearen Funktionen algebraisch bestimmen können, hat auch wenig Ambiguitäten. Ne? Also da weiß man relativ klar, was da gemeint ist. Natürlich könnten Sie jetzt noch sagen, so, da steht aber nicht bei, ob die das mit dem Einsetzungs- oder mit dem Gleichsetzungsverfahren machen sollen. Ne? Also könnte man das auch noch wieder präzisieren, aber dagegen ist definitiv nichts einzuwenden gegen das Lernziel. Dann denken, dass ich das nachher fotografiere. So, gut, dann schauen wir mal weiter. Ich komme heute definitiv nicht mehr zur Artikulation von Unterricht, würde ich mal meinen. Oder nur sehr kurz. Warum ist das überhaupt wichtig mit der Operationalisierung von Lernzielen und was ist aber vielleicht auch die Kehrseite der Medaille? Wenn man Lernziele nicht genügend operationalisiert, führt das zur Intransparenz der Leistungserwartungen, meinetwegen auch sich selbst gegenüber, ja, kann man ja auch intransparent sein, und unter Umständen zu unfokussiertem Unterrichtshandeln und was noch schlimmer wäre, Willkür in der Leistungsfeststellung und Beurteilung. Deswegen sagt man eben, man soll sich das möglichst genau überlegen, insbesondere Anfänger sollen sich das möglichst genau überlegen, die ja dann auch noch oft das mit irgendwem anderen abstimmen müssen. Aber mittel- und längerfristig zu erwerbende Verhaltensdispositionen, also sowas wie Prozessziele, die sind in der Lage, sich eigenständig neues mathematisches Wissen anzueignen,
lassen sich zwingend nicht so gut operationalisieren, wie eher so kurzfristige Produktziele. Da sind eigentlich Fortschritte im unmittelbar beobachtbaren Verhalten vielleicht gar nicht so klar zu sehen, wenn die Unterrichtseinheit relativ kurz ist. Wenn Sie jetzt sagen, so, die sollen lernen, miteinander zu arbeiten, das ist ja ein total vernünftiges Ziel. Aber da wird jetzt der Fortschritt nach einer Stunde nicht so riesig sein, dass man dann eine Änderung des Verhaltens irgendwie beschreiben kann. So, und dann kognitive Lernziele lassen sich im Allgemeinen auch leichter operationalisieren als affektive oder personale. Was das sind, kommt dann gleich noch. Das verweist uns darauf, dass es vielleicht unterschiedliche Dimensionen von Lernzielen sind. Und wenn man übertrieben detailliert operationalisiert, führt das häufig dazu, dass man den Inhalt so in so sehr kleine Häppchen unterteilt. Da sagt man Atomisierung. Also dann findet kein Lernen im Zusammenhang mehr statt, sondern man will so ein Thema nach dem nächsten abhaken. Und das ist dann wieder eher nicht gut fürs relationale Verstehen. Steht hier auch wieder Verkürzung auf instrumentelles Verstehen. So, dann die Dimensionen von Lernzielen. Das kann man ganz klassisch machen in Anlehnung an Pestalozzi. Dann gibt es Kopf, Herz und Hand. Dann hat man also kognitive Lernziele, Denken, Wissen, Problemlösen, Kenntnisse und intellektuelle Fähigkeiten. Affektiv, hier Herz, Veränderung von Interessenlagen, Bereitschaft entwickeln, etwas zu tun oder Denken, Entwicklung doch dauerhafter Werthaltung. Also effektive Lernziele ist nicht nur, die Kinder haben Spaß. Das ist schon, da gehören schon auch ernsthaftere Dinge dazu. Identifizieren sich mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder sowas. Das ist auch ein affektives Ziel, aber ein bisschen was anderes als Spaß. Psychomotorische Lernziele, das wäre Hand, manipulative und motorische Fähigkeiten, spielt jetzt im Sportunterricht, im technischen Werken und so sicher eine etwas größere Rolle als in der Mathematik. Aber da gibt es auch solche Dinge. Ne? Können einen Kreis zeichnen mit einem Zirkel, ohne sich gegenseitig damit abzustechen. Ja. Also sowas. So, man kann das auch etwas anders dimensionieren. Das ist so hier angelehnt an die erste Welle der Kompetenzorientierung. Ja, auch in der Pädagogik gilt, man sieht sich immer zweimal, ja, oder wenn Sie Stephen King-Fan sind, vielleicht manchmal kommen Sie wieder. So didaktische Dinge gab es in der Regel immer schon mal vorher, auch Kompetenzbegriff hat es schon mal früher gegeben. Und wir werden auch gleich sehen, dass das sogar sehr ähnlich war zu dem, was heute darunter verstanden wird oder vielleicht nächste Woche. Also sach- und fachbezogene Ziele, kognitives Wissen fachlich und fachübergreifend, dann Methodenziele, das waren Ziele, dass Schüler die Nutzung von Unterrichts- und Lernmethoden erlernen und von Arbeitstechniken und die bewusst Lernstrategien nutzen. Ja, da würde aber vielleicht auch sowas zugehören in der Mathematik, dass man so Problemlösungsstrategien kennt und sowas. Das wären eher Methodenziele. Dann sozial-kommunikative Ziele, das ist eben eine vernünftige Kooperation der Mitlernen zwischen den miteinander Lernenden gibt. Sowas wie Teamarbeitsfähigkeit, Rücksichtnahme auf Leistungsschwächere und Konfliktmanagement. Da sieht man schon, in der Mathematikdidaktik interessiert man sich halt etwas stärker für die sach- und fachbezogenen Ziele und hofft, dass die unteren beiden Dinge dann von den bildungswissenschaftlichen Grundlagen irgendwie etwas näher sich angesehen werden. So, und da gibt es auch noch Ziele zur Förderung der Selbstkompetenz. Ah, Mist, letztes Jahr habe ich das nochmal nachgeschlagen gehabt, was eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist. Ich glaube, so ist das, dass man sich selber was zutraut, so grob. Im Video blende ich dann einfach wieder die Definition ein. Aber, also ich habe schon wieder vergessen, wirklich, was es jetzt ganz genau war. Frau Bahner weiß das auch nicht zufällig, Selbstwirksamkeit. Dass man selbst davon überzeugt ist, dass man es kann. Also das ist schon sowas, dass man selbst, also dass man zum Beispiel die Vorstellung hat, ich kann selber in Mathematik einsehen, warum gewisse Dinge richtig sind. Also ne, das wäre so ein, das ist es auch, glaube ich, genau, was die Frau Bahner gerade gesagt hat. Das wäre jetzt auch interessant für dieses Thema Heterogenität, dass man nicht oft sagt, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung bezogen auf so mathematische Dinge ist bei Mädchen immer noch ein bisschen schlechter ausgebildet als bei Burschen.
Oder man könnte auch sagen, ist bei Burschen eher ein bisschen zu gut ausgebildet häufig. Die meinen immer, die können alles, aber das stimmt gar nicht unbedingt. Das Problem geht es auch. Also Sie könnten sagen, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung, jetzt für Kinder keine Lösung, aber die steigt auf jeden Fall mit dem Alkoholgehalt in der Regel. Ja, aber das ist natürlich keine wirklich pädagogische Maßnahme und wird da ja auch aus dem Video herausgeschnitten. So in Klagenfurt, so hier meine Kolleginnen und Kollegen, der Herr Kröpfel zum Beispiel oder die Frau Schneider und auch der Herr Peschek, die haben das oft so unterteilt, kognitive Ziele, affektive, soziale Ziele. Da sieht man, das ist eigentlich auch relativ ähnlich wie vorhin. Da sind nur diese personalen Ziele weggefallen. So, jetzt kann man die auch noch etwas anders dimensionieren, nach dem Ausmaß der erwartbaren Verhaltensänderungen. Da gibt es Produktzustandsziele, wo man wirklich sagt, nach einer Stunde oder nach einer Unterrichtseinheit ist das im Wesentlichen da. Also der kann jetzt die binomischen Formeln verwenden, um einfache Terme zu faktorisieren. Ja? Oder so Prozessziele, der ist in der Lage, sich mathematische Sachverhalte eigenständig nur mithilfe des Schulbuchs zu erarbeiten. Eher so ein Prozessziel, wo man sagen kann, wieder, das gibt es eher längerfristig. So, die sind nur bedingt operationalisierbar und geben eben kein Endverhalten an, sondern ein Verhalten während des Unterrichts oder eine langfristige Entwicklungsperspektive. Gut, ja, das passt ja super. Ich komme noch 10 Minuten zu der methodischen Gestaltung im Engeren. So, Unterrichtsmethoden. Wenn Sie mit Frau Schneider reden, sagen Sie nicht Unterrichtsmethoden, sondern sagen Unterrichtsformen, aber außerhalb Klagenfurt sagen fast alle Unterrichtsmethoden. Und gemeint ist da in der Regel Zusammenspiel dieser 3 mittleren Dinge. So, das ist hier auch so eine Grafik von dem Herrn Hilbert Meyer. Da sagt man einfach, der Unterrichtsprozess konstituiert sich in Handlungssituationen. Also wie Unterricht abläuft, hat mit Handlungssituationen zu tun. Und so gestaltete Handlungssituationen, die nennt man dann entweder Unterrichtsformen oder halt Unterrichtsmethoden. So, und die sind hier in dem mittleren Bereich, sind so die, sag ich mal, die intentionalen Handlungssituationen aufgeführt. Es gibt auch die Handlungssituation, ein Schüler geht austreten. Ja? Die ist jetzt aber nicht so spannend, da brauchen Sie keine Unterrichtsmethode für. Das kriegt er hoffentlich alleine hin ab einem gewissen Alter. So, also, oder auch ein Zwischenruf oder wenn Sie lachen oder wenn dann Handy klingelt, auch das erzeugt Handlungssituationen, aber jetzt nicht welche, die man so durchplant. Und bei diesen Durchplanbahnen kann man wieder sagen, die haben 3 Aspekte. Wir fangen jetzt auf dieser Seite, also hier rechts an, Unterrichtsschritte. Also in welcher Phase des Lernprozesses findet etwas statt? Dann gibt es Handlungsmuster. Das ist, wer hat da eigentlich was zu tun? Und dann gibt es die Sozialform. Das ist, wie sitzen eigentlich die Leute so miteinander zusammen? Also das hier nennt man Plenum. Die Sozialform und die Handlungsform ist Lehrervortrag. Weil da ist die Handlung, ist klar geregelt, ich rede, ja, Sie erzeugen den Eindruck, als ob Sie zuhören würden. Ja, so, das ist die Handlungsstruktur und die Sozialstruktur ist aber, einer steht vorne, alle anderen sitzen auf der anderen Seite. So, und dann, bei Sozialformen kommt man dann relativ schnell drauf, da gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Da kann es eigentlich nur Plenum. Oder ich kann sie irgendwie in Teile aufteilen. Wenn dies groß genug ist, sagt man vielleicht noch Halbplenum dazu. Und sonst ist es Gruppenarbeit. Und dann gibt es noch Partnerarbeit. Und dann gibt es noch einer alleine. Und das war's dann. Mehr Sozialformen gibt es gar nicht. Aber es gibt sehr viel mehr Unterrichtsformen oder Handlungsmuster. Was sie in der Gruppe machen, kann sehr unterschiedlich aussehen. Auch das, was man im Plenum, wir könnten ja auch eine Plenumsdiskussion führen. Das wäre eine ganz andere Handlungssituation. Aber wir fangen mal mit den Unterrichtsschritten an. Merkwürdigerweise heißt das auch manchmal Artikulation von Unterricht. Das klingt etwas merkwürdig, aber warum heißt das so? Lernende sollen gesetzte Lernziele effektiv und vollständig erreichen. Man wird aber doch nicht versuchen, alle Lernziele auf einmal zu vermitteln, sondern den Lernprozess in einzelne Schritte zu untergliedern, unterteilen. Und das nennt man ihm eine Artikulation verleihen. So, und das bekannteste, vielleicht bekannteste Artikulationsschema stammt von Herrn Roth.
Das ist so der King der ersten Welle der Kompetenzorientierung, ist auch schon einige Jahre tot, jetzt mittlerweile. Motivation, dann gibt es Schwierigkeiten, Lösung, Tun und Ausführen, Behalten und Üben, Bereitstellung und Übertragung. Sehr gut, und eigentlich hatte ich das auch vor, Ihnen jetzt zu zeigen, aber das dauert 6,35 Minuten. Das ist mir ein bisschen zu lang. Das schneide ich nachher einfach in das Video rein. Ich komme zu der Frage des Unterrichtes im engeren Sinne, zu der Frage, wie Unterricht denn nun abläuft. Natürlich wird man sich sagen, das weiß ich, weil ich das Jahre oder Jahrzehnte lang erlebt habe. Aber hier geht es um etwas anderes. Die Didaktiktheoretiker haben sich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, einen idealen Verlauf von Unterricht zu finden und aufzuzeigen. Woher soll man diesen idealen Verlauf nehmen? Wie kann man ihn finden? Gibt es überhaupt etwas derartiges? Es gibt ein in der Erziehungswissenschaft relativ bekannt gewordenes Artikulationsschema des Unterrichts. Der Begriff der Artikulation sollte Sie dabei nicht beirren. Gemeint ist hier mit Artikulation der Ablauf. Und zwar wird gefragt danach, ob es immer wiederkehrende oder wiederholbare oder auch sein sollende Phasen von Unterricht gibt. Was dann auch so etwas wie guten Unterricht darstellen könnte. Heinrich Roth kennt 6 Stufen oder Schritte des Unterrichtes. Und zwar erstens Motivation, zweitens Schwierigkeiten, drittens Lösung, viertens Ausführung, fünftens Einübung, sechstens Übertragung. Was ist gemeint? Einiges ergibt sich bereits aus der Begrifflichkeit. Die Motivation betrifft den Einstieg in eine Unterrichtseinheit. Der Einstieg kann sehr maßgeblich sein für den Unterrichtsverlauf. Durchaus könnte man dabei formulieren, auf den Anfang kommt es an. Nicht Ende gut, alles gut, sondern Anfang gut, alles gut. Deswegen haben die Didaktiker sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie man denn nun einsteigen kann. Ob über eine Frage, einen Bericht, ein Bild, einen Gegenstand oder worüber auch immer. Jedenfalls diese Einstiegsphase soll die Motivationsphase sein. Und dabei sollten wir uns besinnen, dass Motivation vom lateinischen movere kommt. Und das heißt bewegen. Sie sollen also als Schulpersonen, als Unterrichtende, denjenigen, den sie zum Lernen bringen wollen, sie sollen ihn gleichsam bewegen mit dem Einstieg. Die zweite Stufe ist die der Schwierigkeiten. Gutes Lernen, guter Unterricht impliziert, dass, um es im Bilde zu sagen, Nüsse geknackt werden. Wenn keine Nüsse geknackt werden, dann stößt man jedenfalls nicht auf die Stufe der Schwierigkeiten. Und die Stufe der Schwierigkeiten ist mehr oder weniger die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt Lernfortschritte macht. Der Lehrende begleitet die Schwierigkeiten konstruktiv und hilft dabei, allerdings immer nur nach dem Motto, hilf mir, es selbst zu tun. Hilf mir nur so viel, dass ich es dann selber tun kann. Das ist auch die Maßgabe für die Stufe der Lösungen. Die Stufe der Lösungen ist oft der wichtigste Lernschritt und die optimale Lösung soll wohl dann gegeben sein, wenn der Lernende die Lösung selber findet. Die vierte Stufe heißt nach Heinrich Roth oder bezieht sich nach Heinrich Roth auf das Tun und das Ausführen. Es ist gleichsam die Belohnung
für den Lernprozess beim Lernenden, wenn er das, was er gelernt hat, selber dann tun kann. Wir kennen das alle aus unserer eigenen Lebenserfahrung, mit welch einer positiven Befindlichkeit diese Stufe des Tuns und des Ausführens verbunden sein kann. Der fünfte Schritt bezieht sich auf das Behalten und das Üben. Bei zahlreichen, ja nahezu bei allen schulischen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Wissensvorräten, die erworben werden sollen, spielt auch diese Stufe eine wichtige Rolle. Ob es darum geht, dass Kinder lesen, schreiben lernen sollen oder dass motorische Fähigkeiten geschult werden sollen oder dass eine Fremdsprache erworben werden soll. Eine gute Selbst- und Fremdkontrolle ist dabei immer erforderlich, gerade bei diesem fünften Schritt des Behaltens und des Übens. Der sechste Schritt bezieht sich auf die Bereitstellung und die Übertragung. Das Erworbene, also ob es nun Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten oder Einstellungen sind, das Erworbene soll nun gleichsam parat sein und auf Abruf warten, um so zu gegebener Zeit zum Einsatz gelangen zu können. Somit wird es lebensrelevant und für den Lernenden zum persönlichen Erfolg. Es ist wirklich eine Empfehlung wert, dieses Stufenmodell nach Heinrich Roth und vor allen Dingen, wenn wir uns in diesen Text vertiefen, sehen wir, mit welch einer großen Verantwortung Lehrende die Lernschritte begleiten müssen. Also Motivation wäre, der Lernprozess muss erstmal angestoßen werden. Zum Beispiel, Sie bringen ein Bild mit in den Unterricht und sagen, guck mal, das ist ein Hund. Heute wollen wir mal über das Fell vom Hund reden. Gut, das ist jetzt vielleicht eher Biologieunterricht. Aber irgendwie muss ein Anstoß her. So, jetzt schlägt der Herr Roth vor, da merken Sie, der ist Kognitivist. Es sollten Schwierigkeiten auftreten. Jetzt bei dem Hundebeispiel bin ich jetzt schon überfragt, was das Problem mit dem Fell von dem Hund ist. Ja. Na, das sollte nicht die Schwierigkeit sein. Also das Normale, wir nehmen mal wieder unser Bruchrechenbeispiel. Also, Sie sagen dann, jetzt haben wir ja die ganzen letzten Wochen darüber geredet, wie addiert man zwei Brüche, wenn die beiden Nenner gleich sind. Jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir ein Halb und ein Viertel haben. So, jetzt könnten wir sagen, wir addieren mal Zähler und Nenner. Und dann zeigen Sie, dass da eine Schwierigkeit besteht. Also irgendwie, dass man merkt, das kann irgendwie nicht stimmen. Zum Beispiel, das wird dann auf einmal der neue Bruch, der da rauskommt, ist eigentlich kleiner als das, was vorher die beiden einzelnen Brüche waren. So, das ist wichtig, es treten Schwierigkeiten auf. So, jetzt kommt die Phase der Lösung, dann hat ein Schüler die ideale Idee, wir könnten ja den einen Bruch da irgendwie erweitern und so, dass das dann passt. Ja, und dann sagt der Lehrer, ja, das passt, gucken wir uns das mal an, probieren wir das mal aus. Dann kommt eine Phase des Behaltens und Übens. Ja, da steht, die Lehrperson sucht die neue Verhaltens- oder Leistungsform. Die neue Verhaltens- oder Leistungsform wäre in dem Fall ungleichnamige Brüche addieren. Wird jetzt so an so gemischten Beispielen, die vielleicht auch so in der Schwierigkeitsfolge etwas aufsteigend sind und wo ab und zu mal neue Aspekte dazukommen, das nennt man die Phase des Behaltens und Übens. Und dann gibt es am Schluss noch diese Phase Bereitstellen und Übertragung. Das ist jetzt hier bei dem Herrn Roth sehr deutlich im Sinne so einer Kompetenzorientierung in dem Sinn formuliert, dass da steht, die eingeübte Verhaltens- oder Leistungsform bewährt sich in der Übertragung auf das Leben. Also da wäre quasi der Sinn dieser Bereitstellungs- und Übertragungsphase, das, was man jetzt erstmal vielleicht nur so abstrakt kennengelernt hat, wird jetzt in Lebenssituationen übertragen. So, ob das jetzt bei Mathematikunterricht immer so ist, es stimmt schon, dass dann oft hinten die Aufgaben sind, wo überhaupt die Anwendungskontexte vorkommen. Andererseits können Sie sagen, ein Anwendungskontext könnte auch ziemlich gut zur Motivation geeignet sein und so. Und ob das, also es ist dann auch nicht jeder Anwendungskontext ist automatisch das gelebte Leben. Hier müsste man eigentlich sagen, Bereitstellen und Übertragung,
Das merken sie erst, wenn die Leute mal aus der Schule raus sind und dann gucken sie mal, ob sie das immer noch können und ob sie es dann wirklich anwenden. So, also zum Beispiel eine Kollegin hier, die Frau Prediger, die hat immer gesagt, ach, sie würde sich immer so ärgern, wenn die Leute die Siedler spielen und da immer auf die Neunen und Zehnen irgendwie gehen würden, weil die müssten doch eigentlich aus dem Mathematikunterricht wissen, dass die Sieben viel häufiger kommt. Also warum nicht? Also Sieben geht eh nicht. Aber die Acht ist immer noch besser als Neun und Zehn. Ja. So, also ist immer noch häufiger als Zehn. Trotzdem so. Und dann, ja, aber jetzt kann man sagen, ob das Siedlerspielen jetzt das wahre Leben ist, ist mal der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch, dass Sie sagen können, na ja, der Wahrscheinlichkeitsunterschied, der da zwischen der 8 und der 9 und der 10 ist, der ist so gering, dass im Rahmen von so einer üblichen Siedlerpartie das keine Rolle spielt. Aber das wäre so der Anspruch. In Mathematik heißt das häufig auch, einfach in Aufgaben, wo nicht so direkt die Anwendung des gerade Gelernten irgendwie einzusehen ist. Es gibt auch noch ein etwas einfacheres Schema. Es gibt die Hinführung. Da wird zum Thema hingeführt, Mann, Mann, Mann. Die Folie hat auch wieder Captain Obvious geschrieben. Erarbeitungen in dieser Phase werden neue Inhalte erarbeitet. Hallo, hallo. Es wird gesichert und es wird auf neue Situationen angewandt. So, und dann steht da, was vielleicht eher interessant ist, manchmal reichen halt 45 Minuten gar nicht aus. So, und das geht dann über mehrere Stunden. So, und dann, weil alles neu werden muss, haben hier Barzel, Holzöpfel, Leuders und Streit, haben sich noch so ein anderes Artikulationsschema überlegt, der motivierende Einstieg. Und dann soll erstmal so etwas divergierend erkundet, entdeckt, erfunden werden. Also da merkt man schon, das ist halt so, dieses andere ist eher so ein Schema für darbietenden Unterricht, wo der Lehrer doch sehr stark das Heft in der Hand hat. Und das hier ist so ein bisschen offener angelegt. Da sagt man, ach, die Schüler sollen mal so in verschiedene Richtungen erstmal tun. Und dann bindet man den Sack wieder zusammen. Also konvergierendes Systematisieren und Absichern. Dann wird aber ganz normal auch wieder geübt und wiederholt. Und dann gibt es auch wieder die Phase Anwenden, Überprüfen, die es in den anderen Schemata eigentlich genauso gibt. Es gibt auch noch andere Schemata, je nachdem, wo Sie politisch stehen, nehmen Sie vielleicht Drefenstedt und Neuner aus der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Einführung in die Arbeit am neuen Stoff, Arbeit am neuen Stoff festigen und anwenden. Sie sehen schon, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Variation drin. Die zwei vorderen hier, die sind halt stark problemhaltig angelegt, die auf der linken Seite stehen. Die gehen vielleicht, wenn man sagt, da hat man ein Problem, was jetzt nicht so sehr auf andere Fälle übertragbar wäre. Und ich sehe auch, ich liege sehr gut an der Zeit, denn ich habe gar keine Folien mehr. Das ist jetzt schon das zweite Mal.